die Fälle, von denen Sie hier reden, gibt es nicht. Und Ihr Ziel ist es, den 218 abzuschaffen. Aber die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist die. Sie und Ihre Kollegen, die das hier protegieren, Sie reden die ganze Zeit immer von der schwierigen Situation, in der sich die Frau befindet, von der schwierigen Situation, in der sich die Mitarbeiter in den Beratungsstellen befinden. Keiner von Ihnen mit einer Silbe hat irgendwann in einer Rede dazu Stellung genommen, dass es ein ganz schwieriger Weg, möglicherweise der letzte Weg ist, den das ungeborene Kind geht auf diesem Weg. Denn das ist dasjenige, das sein Leben verlieren wird, wenn die Frau sich für eine Abtreibung entscheidet. Sie beendet danach ein Leben, das Würde hat. Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und diese Menschenwürde kommt auch dem ungeborenen Kind zugute. Können Sie einmal dieses Leben in Ihre Überlegungen mit einbeziehen und nicht nur von den Frauen reden?